Hey zusammen, da bin ich wieder mit einem neuen Rezept natürlich. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch ein richtig schnelles One-Pot-Gericht, das nur in 15 Minuten zubereitet ist. Wenn man nicht lange in der Küche stehen möchte, an Ramadan, nach der Arbeit, wenn man Stress hat, einfach nur perfekt, super lecker und schnell zubereitet. Heute bin ich mal mit so einer Muschel unterwegs. Zum ersten Mal. Ich hoffe, die Qualität ist diesmal ein bisschen besser. Ich bin da noch ganz neu in dieser ganzen Sache. Technik ist nicht so ganz mein Ding. Aber hoffen wir, dass das Video jetzt schön wird, auch mit diesem Dingen. Sonst schreie ich durch die ganze Wohnung. Ein bisschen uncool. Ich glaube, die ganzen Nachbarn hören mich so. Meine Zutaten habe ich auch schon vorbereitet. Werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und ich habe euch noch gar nicht gesagt, was es wird. Ne? Es werden One-Pot-Spaghettis mit Tomate, Mozzarella. Sau lecker. Das Tolle an dem Rezept ist einfach, man klatscht alles in einen Topf und lässt das einfach vor sich hinköcheln. Nach 15 Minuten sind die Nudeln fertig. Für dieses schnelle Gericht brauchen wir an Zutaten Spaghetti. Wir brauchen eine Handvoll Basilikum, Salz, Pfeffer. Dann brauchen wir zwei Knoblauchzehen, Tomaten, Mozzarella, eine Zwiebel, passierte Tomaten und Wasser. Als erstes schneide ich mal schnell meine Zwiebel klein. Als nächstes nehme ich einen großen Topf. Da kommt dann alles rein, bis auf die Mozzarella, weil die sonst ein bisschen klebt und anbrennen kann. Die mache ich dann zum Schluss rein, aber sonst kommt alles hier rein. Eine Zutat habe ich noch vergessen, und zwar Olivenöl. Das geben wir direkt in den Topf. Alles nacheinander in den Topf geben. Ich gebe hier jetzt meine Zwiebeln in den Topf. Meine Tomaten. Dann kommt meine Spaghetti rein und ich breche die jetzt durch. Ich weiß, alle Italiener werden mich jetzt hassen. Sorry. Aber ich kriege das sonst immer nicht hin. So. Meine passierten Tomaten gebe ich auch dazu. Diese Knoblauchpresse ist gefühlt jeden Tag in Gebrauch. Bei mir kommt eigentlich gefühlt in alles Knoblauch rein. Ich brauche jetzt eine Handvoll Basilikum. Diesen Topf habe ich selber getöpfert. Süß, oder? Wollte ich euch mal kurz zeigen. Auf jeden Fall, genau. Rupfe ich mir jetzt ein paar Blätter raus, wasche die und gebe die auch in meinen Topf. So, mein Basilikum habe ich jetzt auch gewaschen und gebe das mit in den Topf. Salz und Pfeffer dazu geben. Dann kommt 1 Liter Wasser dazu. Und wer mag, kann noch etwas Kochsahne dazugeben. Müsst ihr aber nicht. Ich mag das so ein bisschen mit Sahne, aber es gibt Leute, die das nicht vertragen oder nicht mögen. Einfach weglassen. Ich schalte jetzt meinen Herd an und lasse das einmal aufkochen. Wenn es köchelt, dann könnt ihr runterschalten auf mittlere Hitze. Und dann sollten die in 7 bis 8 Minuten fertig sein. Ich rühre das Ganze jetzt einmal durch. Und ihr müsst auch zwischendurch immer wieder umrühren, weil sonst kann es sein, dass die Nudeln am Boden festkleben oder aneinander kleben. So, das Ganze fängt jetzt an zu köcheln, wie ihr sehen könnt. Ich schalte das jetzt ein bisschen runter und lasse das jetzt einfach vor sich hin köcheln. Zwischendurch immer wieder umrühren, damit das nicht festklebt. Schaut mal, inzwischen sind meine Nudeln schon aufgeweicht, sind aber noch ein bisschen fest. Jetzt gebe ich die Mozzarella noch dazu. Und am besten macht ihr die so klein und verteilt die da drin, weil sonst habt ihr so große Mozzarella-Klumpen gleich. Das rühren wir jetzt unter und lassen das so lange noch weiter köcheln, bis die Nudeln durch sind. So, meine Nudeln sind fertig. Schaut mal, wie saftig das Ganze geworden ist. Jetzt richten wir das Ganze noch an. Ein bisschen habe ich gekleckert, das machen wir jetzt noch sauber. Zum Schluss machen wir dann noch etwas Basilikum mit drauf. So. Meine One-Pot-Nudeln sind fertig. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie ihr sehen könnt, kann man in 15 Minuten richtig tolle Gerichte zaubern.
Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.